Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Stoner Frank und Frei, Benno Wieso. Ich sage ja oft und spreche oft darüber, so, lass uns so mit der Zeit surfen, ja? Lass uns so mit diesen Rhythmen surfen, auch die Jahreszeiten, des Jahrgliedern, schwingen wir mit den großen Rädern, das sage ich ja immer wieder. Und das ist bei mir tatsächlich nicht nur Gerede, sondern das ist in meinem Leben ist es auch so. Also ganz oft gibt es diese Resonanzen oder Synchronizitäten, wo ich mir vorher gar keinen großen Kopf mache, sondern es passiert halt einfach. Ich lasse es so sich entfalten. Und zum Beispiel ist es auch bei der Wahl der Themen, über die ich hier spreche. Das Thema, was ich heute euch zum Vortrag bringen will, da hätte ich euch schon vor 2 Jahren was drüber erzählen können. Das ist wirklich ein ganz großes Thema in meinem Leben, mit dem ich mich schon lange auseinandersetze, was immer wieder kommt. Und ein großes Thema, aber es kommt halt ausgerechnet heute. Und das passt. Das passt komplett in die Energie hier. Denn das Thema sind Hexen. Und wie es die Synchronizität so will, ist heute, jetzt, wo ich hier sitze und das für euch aufnehme, ist der 30. April. Es ist die Walpurgisnacht und da passt es einfach. Und es ist eben nicht so, dass da ein großer Plan dahinter steckt. Also ich weiß, was bei meinen Themen, das ist irgendwo eine Verbindung da, ist ein roter Faden. Aber es gibt keinen Plan, den ich mir vorher mache. Weil wenn ich einen Plan hätte, dann hätte ich diese Sendung, die wir heute machen, vor 2 Wochen aufgenommen. Sodass sie für euch pünktlich zur Walpurgisnacht erscheint. Aber so läuft es halt bei uns nicht, sondern die Themen kommen und jetzt mache ich das. Und stell danach erst fest, lustigerweise, wie es wieder perfekt passt, ist heute, wo wir auch in diesem Drehtag ja, ist halt das genau die Tagesenergie. Es geht also ums Thema Hexen, Hexenverfolgungen auch und überhaupt dieses Phänomen und da gibt es ganz, ganz viel Interessantes zu erzählen. Ja. Und ich möchte euch auch nicht langweilen jetzt mit irgendwelchen Schulwissen oder Wikipedia-Wissen, denn rund um das Thema Hexen, da ist auch so viel, erstmal so eine riesengroße Schicht Folklore drüber, die durchaus auch interessant ist, will ich jetzt gar nicht kleinreden, aber das ist nicht, worum es mir geht. Ja, also Folklore, was man sich so denkt, was Hexen sind, wie die aussehen und so, all das ist ganz viel Projektion. Ja, aber es geht da um andere Dinge. Und das fängt schon an, diese Folklore, es fängt schon an bei den Bildern. Ich habe heute richtig schöne Bilder für euch dabei. Aber als ich selber erstmal Bilder gesucht habe, so zu dem Thema, und dann tippt man das halt in die Suchmaschine seines Vertrauens ein, Hexen, Hexensabbat, was weiß ich, feiern und so weiter. Und es kommt dann wirklich fast nur solche Folklorebilder. Es kommen nur Bilder mit Besen und spitzer Hut und Festivitäten und solche Sachen. Oder es kommen halt jede Menge Schauerbilder. So aus der Zeit der Hexenverfolgung. All diese ganzen Gruseldinger, diese Folterpraktiken und so weiter. Und beides habe ich eigentlich gar keine Lust, euch als Bilder zu zeigen. Ich meine, es gehört auch dazu zu dem Thema, keine Frage so. Aber für mich ist dieses Thema Hexen insgesamt eher eine positive Energie. Und deswegen möchte ich auch jetzt nicht hier irgendwie die Folterbilder zeigen. So. Und, aber wenn du eben in den Suchmaschinen schaust, dann kommt halt nur diese Seite. Das ist halt, was du bekommst. Aber ich habe heute richtig schöne Bilder dabei, dank meiner Frau, die da eben ihre eigene Sammlung hat, auch von Bildern. Und da habe ich ein paar abbekommen ja, heute für euch. Denn das ist das Thema. Also diese Bilder, die hier kommen, die transportieren die Energie, um die es hier eigentlich geht. Das ist für mich Hexe. Also was es geht, ist, eine Hexe ist eine wilde Frau. Wild im Sinne, nicht wild, das ist auch so ein Wort. Für viele klingt das so negativ. Ja, wild, ja, die tobt da rum. Aber nein, wild heißt als Gegenteil von gezügelt. Von, wild heißt einfach frei. Freie Entfaltung, wie ein Wildbach. Das ist vielleicht ein Bild, ein Wildbach. Das ist ein Bach, der fließt halt frei, der fließt seinen Weg. Der wird nicht reguliert, da gibt es keinen Damm, keine Begradigung. Das ist wild. Ja? Also diese Art von Wildheit, um die geht's. Freie Energie, freie weibliche Energie, wenn die frei fließt, in den verschiedensten Aspekten so. Das ist, was es um dieses Thema geht. Und dann auch diese Auseinandersetzung eben mit männlicher Energie. Und mir geht es gar nicht um irgendeine Wertung, männlich, weiblich, was da besser ist. Ich meine, hey, das Leben ist Yin-Yang, es ist beides gehört zusammen so. Aber um was es geht wirklich, und das ist auch heute hier Zentralthema, das ist diese Kräfte gehören in ein Gleichgewicht. Durchaus ein dynamisches Gleichgewicht. Es darf nicht starr sein, sondern beweglich, tanzend. Ja? Aber es gehört in ein Gleichgewicht. Und da ist etwas massiv aus dem Gleichgewicht geraten. Auch das ist ein Thema, was ich von verschiedenen Blickrichtungen öfter schon hier anspreche. Und darum geht es auch heute. Ja, lass uns erstmal so vielleicht, gibt ganz viel, was man da erzählen könnte, aber erstmal so das Wort Hexe.
Wo kommt es her? Denn das ist auch immer interessant, so die Etymologie, also Wortherkunft. Das ist immer echt ein interessanter Pfad, wenn man so solche Themen behandelt. Und das Wort Hexe hat interessante etymologische Hintergründe. Da gibt es eine ganze Reihe davon. Und eins, was ich jetzt sagen möchte, ist Hexe, das geht zurück auf, das, auf ein ganz altes Wort, ein althochdeutsches Wort. Und das Wort heißt Hack. H-A-G, Hack, Hack. Das ist auch dann im Englischen da, Hack, Hexe. Und im Englischen gibt es auch Worte, die in die Richtung gehen. Und was bedeutet dieses alte Wort? Das hat mehrere Bedeutungen. Es bedeutet so viel wie, du kannst es übersetzen als Hecke, als Zaun, als eine Grenze, etwas, was eine Markierung, eine Grenze markiert. Man kann es aber auch als Einzelnes sehen, eine Zaunlatte. Vielleicht sogar aus der Zaunlatte heraus stammt dann auch das Motiv dieses Stabs, was dann irgendwann in Folklore, in Projektionen dann zum Hexenbesen wird. Ja. Aber um was es geht, ist eben dieser Grenzbereich. Das ist, was eine Hag ist, eine Zaunreiterin. Ein Mensch, weil ich meine, okay, meistens ist es weiblich, aber als Mensch kannst du auch, als Mann kannst du auch in diese Richtung gehen. Also es hat jetzt erstmal nichts mit Mann-Frau zu tun, sondern mit weiblich-männlich. Aber nicht mit Mann-Frau, weil wir tragen beide Energien in uns. Ja. Aber die Hexe, die Hag ist sozusagen eine Grenzreiterin. Das ist jemand, der auf der Grenze steht. Zum einen eben verbunden mit dieser Welt, mit unserer Welt, und zum anderen eben verbunden mit der feinstofflichen Welt. Und es hat immer auch mit Natur zu tun. Das ist mit der feinstofflichen Welt der Natur. Das ist genau das Gegenteil von dem Buchwissen oder sowas. Sondern das ist Naturwissen, das ist inneres Wissen. Das hat eine ganz, ganz alte Linie. Das ist was ganz Altes. Und heutzutage leben wir so in so einer Gesellschaft, wo immer alles so in die Mitte, zur Mitte hin normiert werden soll. Alles soll irgendwie gleich werden. Aber ich bin überzeugt davon, eine gesunde Gesellschaft, egal ob das jetzt ein großer Staat ist oder ein Stamm oder wie auch immer, ja, aber eine Gemeinschaft von Menschen braucht auch immer so einen gewissen Prozentsatz von diesen Grenzgängern. Ich glaube, die spielen eine ganz wichtige Rolle von uns, also die auch eben das Leben weiterentwickeln, also dass es eben nicht starr ist, sondern, weil wir haben Grenzen, aber diese Grenzen sind nicht fix für alle Zeiten, sondern da ist es auch immer wichtig, dass es Leute gibt, die in diese Bereiche reingehen. Ja. Das, glaube ich, gehört zu einem gesunden Organismus halt dazu. Und das ist, was die Hexen sind. Ich habe es ja schon angedeutet, man kann das auch etymologisch so verfolgen, aus Zaunpfahl, vielleicht auch Zaunlatte, also eine einzelne Latte. Und diese Latte, das ist vielleicht das, was sich dann widerspiegelt in dem Hexenbesen. Ja? Ein Stab sozusagen. Und okay, da ist natürlich in diesem Hexenbesen, da steckt auch ganz viel Projektion drin. Das Symbol ist euch wahrscheinlich schon offen klar. Eine Frau, die auf einem Besen reitet, das ist wie ein Phallus-Symbol. Und sie hat den zwischen den Beinen. Also da steckt schon dieses so eine sexuelle Geschichte auch mit drin. Allerdings eben in der Projektion darauf. Wobei Sexualität durchaus eine Rolle spielt, weil wir sind Menschen und natürlich spielt es eine Rolle. Aber das wird dort schon sehr... Es ist stark aus einer männlichen Sicht, so ein Misstrauen gegenüber dieser weiblichen Sexualität. Ja, die reiten auf einem Besen und dann fliegen die dahin irgendwie und komisch. Das ist Folklore. Aber tatsächlich das Symbol des Stabs, der dann eben abgewandelt vielleicht zum Besenstiel wird, aber dieses Symbol des Stabs, das ist ein ganz altes. Ein ganz, ganz altes, und das taucht ganz oft auf. Ich meine, ob das in den Herrscherhäusern ist, das Zepter, das ist auch nur ein Stab, als ein Symbol von Herrschaft. Das geht bei Indianerkulturen beispielsweise, der Talking Stick, also auch da ein Stab, der eine besondere Macht hat, eine Funktion hat. Derjenige, der den Stab hat, hat das Wort. Der den Stab hat, das ist eine Art Machtsymbol auch. Und das geht weit zurück. Und okay, jetzt kommt es ein bisschen spekulativ, ganz ehrlich, das ist jetzt auch meine Sicht der Dinge. Ich glaube, dass dieses Symbol von dem Stab eine Brücke schlägt bis weit, weit in die Zeit zurück. Ich glaube, das geht echt bis zurück in die Steinzeit, bis in das Schamanische herein. Denn, wie gesagt, das ist meine persönliche, also meine Idee. Beweisen kann man sowieso nicht. Aber nehmt den Gedanken mal auf, dass dieser Stab ganz, ganz früher, noch in der wirklich Steinzeit, schamanischen Zeit, vor diesem ganzen Religionskram, war der Stab auch, das ist der Drumstick.
das ein Attribut, was Schamanen eigentlich in aller Welt haben, ist eine Trommel. Weil da geht es um den Rhythmus, um den Rhythmus des Lebens. Das ist auch der Grund, warum dann später eben diese ganzen Kalendergeschichten so wichtig sind, weil es geht um den Rhythmus. Um den Rhythmus. Das ist eine super wichtige Kraft im Leben. Unter welchem Rhythmus leben wir? Es fängt an beim Herzschlag, ja, jeder hat so seinen Rhythmus. Und der Schamane, das war sein Attribut, die Trommel, also diesen Rhythmus zu schlagen. Auch den Rhythmus, das ist dann auch der Anfang von jeglicher Art Musik. Jegliche Art Musik hat am Anfang einen Rhythmus. Es geht mit diesem Rhythmus los. Und das ist der Stock, das ist der Drumstick. Das ist das wie im Gilgamesch-Epos, Puku und Miku, diese beiden Trommeln, die der Gilgamesch dann trommelt und die das ganze Land beeinflussen, in so einen Arbeitsrhythmus rein und so weiter. Das ist wie auf der Galeere, wenn die Sklaven rudern müssen, das ist der Rhythmus, das ist das Entscheidende. Mit Rhythmus kannst du Leute eben in so einen Arbeitsrhythmus reinbringen oder du kannst Rhythmen spielen, die einen in Trance bringen, die einen zum Tanzen bringen, in Ekstase, wie auch immer. So. Da steckt also eine ganz große Macht drin. Und wir haben das auch schon angesprochen, eben im Zusammenhang mit Kalendern und so weiter. Das ist Macht. So hat es überhaupt angefangen mit Macht. Ganz früher in der Steinzeit gab es sowas wie Macht nicht, weil es war halt eins. Und auch der Schamane war Teil der Sippe, des Clans, des Stammes, wie auch immer man das nennen mag. Und da gab es sowas wie weltliche Macht nicht, sondern es war eine Gemeinschaft. Ja. Aber als sich das dann so weggebrochen ist, und dann ist es eben dieses Wissen um Rhythmus, dieses Wissen um Kalender, das ist, wo die Macht steht. So hat es angefangen. Und das ist dieser Kontext hier, was beim Thema Hexen, von was wir reden, ist ganz altes Wissen. Das ist ganz alte Wissen, was aber nicht so in Büchern steht, das ist kein Buchwissen, sondern das ist Wissen, was aus der Natur selbst kommt. Was du erhältst, wenn du in Verbindung bist mit der Natur, wenn du wirklich eins bist. Und wenn es überhaupt um Rituale geht, dann dienen die alle nur den einen Zweck, den Menschen, also der das Ritual macht, in dem Fall halt die weise Frau, oder einzutunen auf die Natur. Das Ritual an sich dient wirklich nur darum, dich selber in diese Stimmung zu bringen. So, das ist, um was es dort geht eigentlich. Das heißt, es ist altes Wissen. Es ist ein altes Thema. Und tatsächlich, wenn ich sage Steinzeit, wir haben es ja schon gehabt, Archäologie, wie weit es zurückgeht. Das ist so diese Linie, die ich da sehe. Und dieses ganze Thema Hexenverfolgung ist auch, klar, wenn wir Hexenverfolgung sprechen, dann ist es ein historisches Zeitfenster. Aber diese Auseinandersetzung, dieses Yin-Yang, das ist aus der Harmonie geraten. Das ist ein viel älteres Thema, das ist ein viel größeres Thema. Und dieses Hexenthema, Hexenverfolgung, ist sozusagen eine Facette von diesem größeren Komplex. Und den ich auch immer wieder anspreche und auch schon in anderen Sendungen angesprochen habe. Zum Beispiel auch, wo es über den Gral ging. Das spielt ja auch alles mit rein. Das sind alles Themen, die hier mit reinfließen. Ja, es ist altes Wissen, was damals vernichtet wurde. Und lass uns jetzt mal so ein bisschen auf so einen historischen Kontext mal sehen, wie wir das einordnen können, diese Zeit der Hexenverfolgung. Also wirklich das, was man Hexenverfolgung nennt. Denn das ist schon ein ziemlich heftiges Ereignis. Ja, das ist schon ein ziemlich heftiges Ereignis. Das ist auch bis heute noch nicht geheilt. Die Wunden, die sind immer noch da. Und wir werden da heute noch genauer darauf hinkommen, warum dieses Thema nicht nur irgendein theoretisches Thema ist, sondern das hat mit uns zu tun. Weil diese Hexenverfolgung, das ist noch nicht ausgeheilt. Ja. Lass mal nebenbei mal so ein paar schöne Bilder laufen. Muss ich vielleicht gar nicht mal alles sozusagen einfach mal wirken lassen, so nebenbei. Wenn ich was sagen habe, ist es halt schon mal schöner. Hier, guck mal hier, Kristalle. Es ist halt immer Natur. Hier ist kein Buchwissen. Es ist Kristalle, es ist Horn, Krafttiere, Tiere aus dem Wald. Ich kann euch das jetzt nicht alles erklären, aber bestimmt ist in jedem, auch von den Kräutern, von den Pflanzen, jedes hat da seinen Zweck. Es sind die Elemente zusammen, Wasser und so weiter. Also es ist Natur, das ist kein Buchwissen, das ist immer wieder entscheidend. Ich wiederhole es vielleicht öfter, weil es halt so wichtig ist. Aber die Bilder werde ich so nebenbei mal so laufen lassen. Ja, wir wollten es in diesen historischen Kontext einordnen, Hexenverfolgung. Weil es ist schon ein wichtiges Thema, Leute. Denn diese Hexenwahn, den es gab, das ist schon etwas, was in der Geschichte nicht so oft vorgekommen ist. Ja? Es gab immer auch mal Fälle von Massenhysterien, das ist im Menschen, da gibt es mehrere Beispiele, aber dieser Hexenwahn, gerade diesen Auswüchsen, die es da gab, wo er zum Teil dann, wir reden insgesamt in Europa von Hunderttausenden, vielleicht sogar von Millionen Leuten, die da verfolgt wurden.
Und das sind verdammt viel. Das ging jetzt schon für uns viel. Aber im Verhältnis zur damaligen Zeit, ihr erinnert euch, als wir über das Mittelalter gesprochen haben, ey, da waren die Bevölkerungszahlen viel geringer. Da war das extrem viel. Und es gab manche Gegenden in den deutschen Landen, wo das wirklich unfassbare Exzesse waren. Ich selber habe lange in einer Stadt gelebt, die da auch berüchtigt war, Bamberg. Sehr schöne Stadt, super interessante Stadt, spannende Stadt, kraftvolle Stadt, Kraftorte auch und so, Michelsberg und all diese Dinge. Aber wow, ey, dann in Bamberg alleine, und das ist alles gut dokumentiert, ja, allein in Bamberg sind es, glaube ich, 800 oder 900 Leute, die man da umgelegt hat. Nur in dieser Stadt. In der nächsten Stadt Würzburg waren es dann nochmal so viele. Das war fast wie so ein Wettkampf. So, wer hat mehr Hexen niedergemacht? Und dieses Ausmaß, das klingt jetzt im Einzelnen erstmal nicht viel, wobei es jetzt schon brutal wäre, wenn man sich vorstellt, in einer kleinen Stadt 800 Leute würden dort hingerichtet werden. Wow. Aber damals ist es noch viel heftiger. Es war so fast keine Familie, die da niemanden irgendwie kannte. Oder du kanntest, das ist ein richtig, richtig hoher Prozentsatz. Und deswegen hat das auch einen enormen Impact gehabt. Ja. Und diese Ausmaße, die gab es tatsächlich nur bei uns auch. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es gibt so viele Mythen, die Leute über Hexen haben. Eben, wir hatten schon mit dem Besen und so weiter, aber auch so ein paar andere Irrtümer, was die Leute alle annehmen. Zum Beispiel, viele glauben, dass diese Hexenverbrennung, das wäre Mittelalter. Aber es ist nicht Mittelalter. Ich habe euch das schon mal gesagt. Und das ist ganz wichtig. Im Mittelalter gab es das nicht. Es gab schon im Mittelalter vielleicht vereinzelte Fälle von Hexenprozessen. Aber diese Wahn, dass es so Auswüchse hatte, dass es wirklich Hexenverfolgung gab, massenweise so, das war im Mittelalter völlig undenkbar. So, und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die erst angefangen hat in dem, was wir Neuzeit nennen. Die Höhepunkte der Hexenverfolgung war so 16., 17. Jahrhundert. Dort war das am größten. Ein weiterer Mythos ist, den man so ganz schnell sagt, ist, naja, die Kirche, die hätte die Hexen verfolgt, die Inquisition. Aber tatsächlich ist das gar nicht so sehr. Natürlich gibt es da Zusammenhänge, aber die Inquisition war aus meiner Sicht nicht die Hauptkraft in diesen, gerade in diesen Auswüchsen. So. Inquisition, die bedeutendste Inquisition ist in Spanien, oder nicht? Spanische Inquisition kennen wir alle und ey, die waren hart drauf. Aber nicht unbedingt gegen Hexen, sondern gegen Ketzer. Das ist was die Inquisition verfolgt hat, das waren Ketzer. Das ist nicht unbedingt das Gleiche. Da gibt es natürlich gewisse Überschneidungen, auch schon vom Wort Ketzer, Hexe, da gibt es ein paar Berührungspunkte. Aber es ist nicht das Gleiche. Was die Inquisition verfolgt hat, waren Andersgläubige, Katharer, zum Teil Juden. Andersgläubige halt. Und natürlich gibt es dort Überschneidungen, aber es ist nicht diese Art Hexenverfolgung, das gab es in der Inquisition gar nicht so sehr. Das ist auch interessant. Ja? Und tatsächlich die romanischen Länder, also die Länder auch im Mittelmeerraum, Spanien, Italien, ja, da gab es auch Hexenprozesse, aber niemals diese Ausmaße, wie es beispielsweise in Bamberg gegeben hat, dass in einem Ort irgendwie da 800 Leute niedergemacht werden, über ein paar Jahre natürlich. Und das von einem Prozess dann, wenn da die Folter irgendwelche Aussagen ausgepresst, wenn das dann gleich eine Reihe von Folgeprozessen kommt, so, und dass sich das so wie so Dominosteine, wenn du die umschmeißt, dass dann auf einmal ganz viel passiert. Das war in Italien eben nicht so. Oder auch in Spanien. Das ist auch interessant. Warum war das so? Dort, wo die katholische Kirche auch so stark ist, ist das nicht in diese Exzesse gekommen. Sondern tatsächlich, wenn man schaut, das sind die deutschen Landen. Ich sage die deutschen Landen, weil es gab damals nicht das Deutschland. Also das beinhaltet auch das Österreich, Gegenden der Schweiz. Dort war das am stärksten. Auch Skandinavien, aber nicht mehr ganz so stark wie hier bei uns. Auch England, Schottland, auch USA natürlich dann. Nein, damals noch nicht USA, das war noch eine Kolonie. Also so, aber halt in Amerika auch. Aber auch nicht so stark wie eben tatsächlich bei uns hier in Mitteleuropa. Ja, und deswegen ist es auch ein wichtiges Thema für uns, sich da auseinanderzusetzen, hey, wie konnte das so weit kommen? Wie ging das? Ja? Und wenn ich mir das so anschaue, so jetzt im Historischen und eben auch schon mit der Frage verbunden, wie konnte das so weit kommen, dann sehe ich halt, dass am Ende des Mittelalters, da kamen ein paar Ereignisse, die haben richtig tief das Vertrauen der Menschen erschüttert. Das ist zum einen die Pest. Diese Krankheit, die gekommen ist, die unglaublich viele Leute dahin gerafft hat und die dafür gesorgt hat, dass der gotische Mensch
diese Unschuld, die der noch in sich getragen hat, also noch mehr als dann eben in der Neuzeit, dass da wurde massiv irgendwie Vertrauen, gab es einen Vertrauensverlust. Vertrauen in Gott, Vertrauen in die Welt, in das Leben, das ist dort massiv erschüttert worden durch diese harten Zeiten von Tod. Was losging mit der Pest. Und da ist dann in der Psyche des Menschen irgendwas schiefgegangen. Auf einmal hat man dann eben die Schuld bei sich selbst gesucht. Der Mensch ist sündig und deswegen werden wir abgestraft von Gott. Und so, das war der Anfang auch von diesem ganzen bigotten Verhalten, was dann entstanden ist. Unterdrückung von menschlichen Trieben, unter anderem auch Sexualität, dieses ganze Weltliche. Das ist dort alles dann extremer geworden. Und die Pest ist einer von den Gründen, die dieses Vertrauen erschüttert haben. Ja. Dann ist es aber bei uns, gerade jetzt bei uns in den deutschen Ländern, gab es noch ein paar andere Ereignisse dann auch. Der 30er Krieg und Hexenverfolgung, das ist dieselbe Zeit, das geht Hand in Hand. Und du siehst auch in beiden, siehst du dieses Wahnhafte. Auch in dieser 30er Krieg ist auch so ein Irrsinn gewesen, ja, der das Land so, also das Land und das Volk, die Menschen, so zutiefst erschüttert hat, auch in ihrem Vertrauen, in eine Ordnung. Das ist, was dort passiert ist. Eine Ordnung ist umgekippt. Die alte Ordnung des gotischen Menschen, wo alles irgendwie seinen Platz hatte. Ja. Und was auch so schön diese mittelalterlichen Städtchen ausdrücken. Alles hat so seinen Platz, alles ist irgendwie heimelig und gehört zusammen. Das ist so erschüttert worden. Es kam plötzlich, war der Tod allpräsent. Dementsprechend ist auch dann dieses wirtschaftliche Wachstum zusammengebrochen. Es waren einfach harte Zeiten. So. Und das ist wichtig für uns zu beobachten, zu analysieren. Ich glaube, das ist eine der Gründe und Voraussetzungen, warum es zu diesen Exzessen überhaupt kommen konnte, zu diesen Ausschweifungen, zu diesem Irrationalen. Ja, auch das hat damit zu tun, dass in dieser Zeit eben da was verloren gegangen ist. Ja. Übrigens auch ein ganz starkes Bild, oder? Wow, das ist Weiblichkeit. Wild, frei. Und übrigens auch hier den Stock, ja, den Haag, ganz altes Ding. Ja. Hey, den Stock, das ist so ein altes Symbol. Das taucht ja überall auf. Schau dir in der Bibel an, dass der Aaronstab, mit dem er da im Alten Testament irgendwie im Sinai auf den Felsen haut und plötzlich kommt Wasser raus. Es ist der Hirtenstab, den alle Kardinäle haben. Das ist ein altes Zeichen. Der Wanderer hat diesen Stab, einen ganz besonderen Stab, der ihn sein Leben lang begleitet und so weiter. Das ist ein altes Thema. Ja, schönes Bild. Aber hey, kommen wir zurück in diese historische Einordnung. Also wir haben Pest, 30er Krieg, die Wirtschaft, die zusammenbricht. Was dort passiert ist, eine alte Ordnung ist verschwunden und es ist was Neues gekommen. Und das spiegelt sich auch wieder in dem Schisma der Religion. Also sprich dann hier Martin Luther und die Reformation. Auch da, das ist ein Ordnungswandel. Und spielt dort auch mit rein. Also das ist nicht, das sind Ursache und Wirkung gehen dort Hand in Hand. Also dieser Ordnungswechsel, der bedingt auch, dass Leute durcheinander geraten. Und weil Dinge durcheinander geraten, kommt aber auch so ein Wechsel. Ja. Es ist halt einfach so eine Phase, in der sich sehr, sehr viel getan hat. Und das hat wohl zu so einer Verunsicherung in dem Menschen geführt, wenn diese Ordnung sich wandelt. Und aus dieser Verunsicherung raus, das ist der Moment, wo wenn ein Mensch kein Selbstvertrauen mehr hat, du kannst es beim Einzelmenschen auch sehen, wenn er kein Selbstvertrauen hat, wenn er verunsichert ist, das ist, wo der Mensch auch angreifbar ist, wo der Mensch auch schwach ist. Und vielleicht auch empfänglich für wirklich die düsteren Seiten der menschlichen Psyche. Also da kommt dann, das sind Zeiten, wo dann auch so Niederträchtigkeit dann hochkommen kann. Denn ganz viel bei diesen Hexenverfolgungen, ganz viele von denen, die da Opfer waren, die haben ja jetzt letztens mit der Geschichte gar nichts mehr zu tun. Wenn ich da höre, in einer Stadt wie Bamberg, 800, 900 Leute wurden da hingerichtet und Tausende wurden angeklagt. Ich meine, nicht jeder, der angeklagt ist, wurde auch hingerichtet, aber war vielleicht trotzdem zerbrochen an Leib und Seele durch Folterungen und Demütigungen und so weiter. Also ich meine, das kann man jetzt nicht ausdenken, was das für ein Ausmaß war. Aber nicht alle von den Opfern waren jetzt irgendwie, boah, diese Träger von weiblicher Energie oder sowas, sondern viele von denen waren ganz einfache Menschen so. Und du bist da durch Niederträchtigkeit, sind auch diese Hexenprozesse so explodiert. Zum Teil waren es einfach nur ganz weltliche Dinge. Es ging auch um Geld, weißt du, Nachbarschaftsstreitigkeiten, das war ganz einfach. Wenn du den Nachbarn diffamierst, denunzierst, dann zum Teil gab es da Regeln, dass wenn derjenige, der denunziert, sogar noch einen Teil
des Vermögens von dem Angeklagten bekommt. Ich meine, hey, wow, das geht gar nicht. Ja. Jetzt ist es aber auch so, dass dieser Wahn, und anders kann man das nicht nennen, das ist wirklich ein Wahn, und es ist erschreckend, dass es so weit kommen konnte, auch wenn die Zeiten schwierig waren. Aber dieser Wahn hat nicht alle ergriffen. Das ist auch ganz wichtig. Weil sonst könnte man sagen, ja okay, jedes Kind seiner Zeit war halt damals so, warum auch immer. Aber so ist es nicht unbedingt. Sondern es gab auch in dieser Zeit eine ganze Reihe Leute, die dagegen aufgesprochen haben, die das gesehen haben, dass es wahnhaft ist, dass es irrational ist, dass es ungerecht ist, dass es gegen die Gesetze geht. Denn auch schon damals war es nicht so, dass die Leute damals dümmer waren und alle wie die Wilden irgendwie oder primitiv oder so gelebt haben, sondern ich meine, da gab es auch schon Gesetze, es gab auch schon Ordnung, es gab Obrigkeit und so weiter. Und nicht überall wurde dieser Wahn mitgemacht. Das ist eben auch interessant. Auch nicht überall in den deutschen Landen. Beispielsweise gibt es Gegenden, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Württemberg, so eine Gegend, da gab es das gar nicht. Da gab es das gar nicht. Hat jetzt Württemberg keine Hexen gehabt und waren die alle nur in anderen Gegenden, wie zum Beispiel Bamberg? Nee, offensichtlich nicht. Sondern dort hat sich irgendwie die Vernunft durchgesetzt. Und ein gutes Beispiel dafür ist auch eins der wichtigsten Werke, und ich habe nur ein so ein Hexenbuch hereingeholt, das ist dieses Buch hier. Das ist eins der schrecklichsten Bücher, die je geschrieben wurden. Das Malleus Maleficarum, der sogenannte Hexenhammer. Geschrieben von Heinrich Kramer und Jakob Sprenger. Und das ist wirklich eins der übelsten Bücher. Hauptautor ist eben dieser Heinrich Kramer. Und dieses Buch ist furchtbar. Also wirklich, das ist da stehen Foltermethoden drin. Das ist voll von, ohne jetzt in die Küchenpsychologie zu gehen, aber voll von übelsten Projektionen, von einer zutiefst verletzten, aus dem Gleichgewicht geratenen Seele, der dort seine Hassvisionen reinprojiziert. Ey, das ist ein absolut übles Werk. Ja. Wichtig aber in dem Zusammenhang auch, ja, es ist halt ein Buch. Es ist eines der ersten richtig großen Bestseller gewesen. Es ist nicht nur ein paar Jahre nach Gutenbergs Buchdruck ist das schon rausgekommen. Und ey, das hat auch dazu beigetragen, so dieses Gift zu verbreiten. Ne? Aber wenn wir uns diesen Kramer anschauen, diesen wirklich üblen Hexenjäger und Psychopathen, dann ist es keineswegs so, dass der in seiner Zeit, dass dem alle zugehört haben, alle gesagt haben, ja, hey, der hat recht hier. So, weil die Leute waren damals auch nicht dümmer als heute. Und was da so drin steht, ist auf den ersten Blick schon, ey, das ist so nicht wahr. Das ist auch ein ganz anderer Geist als jetzt gute Bücher, die es auch in der Zeit gab. Es ist ja auch die Zeit, wo schon Humanisten ihre Werke geschrieben haben, ein Erasmus von Rotterdam und so, und dann kommt sowas hier. Und man hatte es damals, es gab eben schon Leute, die das nicht akzeptiert haben. Der Heinrich Kramer selber, bevor er das Buch geschrieben hat, war der auch schon so in seiner persönlichen Hexenvendetta, Hexenjagd. Und da war er, oder wollte er tätig sein, in Innsbruck, in Tirol. Und wollte dort Hexenjagd machen. Und Tirol, Innsbruck so befreien von Hexen. Und da war es der Bischof von Innsbruck, der ihn des Landes verwiesen hat. Der gesagt hat, hey, das geht gar nicht. Dieser Typ, der bringt hier nur Ärger rein, Aufruhr und diese Irrationalität. Und das hat nichts zu tun mit christlichen Aussagen oder mit der Kirche. So. Und da wurde der des Landes verwiesen und gleich rausgeschmissen. Und danach, weil er dann so frustriert war, hat er seine Hexenjagd nicht erfolgreich gestaltet und dann hat er dieses Buch geschrieben. Okay, das wird natürlich auch immer angeführt, lass uns das auch noch erzählen hier, dass es auch immer in Verbindung steht mit einer päpstlichen Bulle, die von Papst Innozenz kam. Der Name schon, Innozenz, der Unschuldige. Und tatsächlich in dieser Papstbulle, die hat eben auch einen unglücklichen Beitrag geleistet, weil dort eben von päpstlicher Seite auch dieses Hexenthema so angeschrieben wurde. Und das ist hier im Vorwort zu diesem Buch, ist diese Papstbulle mit reingepackt worden. Man weiß gar nicht genau, ob das wirklich der Papst erlaubt hat oder nicht, oder ob das einfach nur die Autoren halt gemacht haben. Aber für die Menschen kam das so, zuerst ist diese Papstbulle, das heißt, von höchster Stelle so abgesegnet hier, das ist ein wichtiges Thema. Dazu kommt dieser Jakob Sprenger, der Co-Autor, das war in seiner Zeit einer der bedeutendsten Gelehrten in den deutschen Landen. In Köln hat er, glaube ich, gelehrt. Das ist so ein Gelehrter, der sozusagen durch seinen Intellekt, durch seinen guten Ruf auch diesem Buch so eine Art Legitimation gibt. Das ist die Bulle und dann hast du den Rechtsgelehrten und da, das,
das ist dann so, was dazu beigetragen hat, dass dieses wirklich psychopathische Werk, und man kann es nicht anders sagen, dass das dann so einen Erfolg gehabt hat. Traurige Geschichte. Aber man sieht eben an diesem Fall Kramer, dass nicht alle Leute damals in diesem Hexenwahn waren, sondern man das sehr wohl erkannt hat, dass das Irrsinn ist. Ja, und leider haben sich eben manche Gegenden dem hingegeben, da konnte sich das entfalten, und andere haben es aber dann echt geschafft, nee, das machen wir nicht. Vielleicht gibt es da vereinzelte Prozesse, aber nicht dieses, da werden Geständnisse rausgepresst, die wiederum die Nächsten belasten und so weiter. Das wusste man damals auch schon, solche Informationen haben keinen Wert. Das ist keine neue Erkenntnis, das konnte man damals auch sehen. Ne? Das wollte ich nur sagen, dass also das nicht überall ist. Aber halt eben sehr, sehr stark bei uns in den deutschen Landen. Weiterhin eben ein Grund, warum wir uns damit auseinandersetzen müssen. Das ist auch unser Erbe. Hey, ich spreche oft an, beschäftigen wir uns mit unserer Identität, nehmen wir das an. Dann müssen auch die Dinge annehmen. Dann müssen wir uns auch fragen, hey, wie konnte das so weit kommen? Nicht, dass das jetzt wieder dazu kommt. War das wirklich nur eine singuläre Ausnahme damals? Wer weiß. Aber hey, lass uns noch ein bisschen dabei bleiben, bei diesem historischen Hintergrund. Gehen wir mal zurück zu den Bildern, wo wir zuletzt hier. Ja. Lass uns noch ein bisschen bleiben bei diesem historischen Hintergrund, wo wir das Ganze einordnen können. Also wir hatten schon diese großen Veränderungen. Und das ist eine meiner Ideen, dass es diese Veränderungen waren, die Voraussetzung geschafft haben, dass überhaupt so ein irrationaler Wahn kommen kann. Interessant ist doch auch, dass eigentlich genau das die Zeit ist, die man auch die Zeit der Aufklärung nennt. Das heißt, das ist die Zeit, wo es eigentlich diese großen rationalen Geister gab. Das ist die Zeit, wo ein Newton gelebt hat, wo das mit dem das Zeitalter der Wissenschaften losging. Die gleiche Zeit. Wie kann das nebeneinander stehen? Aber das hat eben zu tun mit einem Wechsel von der Ordnung. Du kannst es sagen, es in dem Maße, wo dieses männliche Wissen steigt, das Wissen an den Universitäten, das, was wir Wissenschaft nennen, Buchwissen könnte ich es vielleicht am besten nennen, passenderweise eben auch Buchdruck, ist genau zu der Zeit groß gekommen. In dem Maße, wo das steigt, ist auf der anderen Seite dieses Volkswissen, und das ist, von dem wir hier reden, Volkswissen, Hexen, Naturwissen, kein Buchwissen, genau das Gegenteil von Büchern, sondern intuitiv, das ist gesunken. Also das kannst du eben an beiden Seiten beobachten. Das ist, was ich meine, das ist was aus dem Gleichgewicht geraten. Das wirkt bis heute nach. Bis heute ist es so, dass wir einen Fokus haben bei uns auf Buchwissen, auf Dinge, die beweisbar sind, die alle, das sind halt alles Kopfgeburten. Aber gleichzeitig dieses innere Wissen, intuitiv, das ist dort verdrängt worden. Das ist überhaupt kein Raum in unseren Universitäten. Tatsächlich ist das eines der ersten Dinge, die du lernst als Student, immer schön sachlich bleiben. Du darfst gar nicht mit intuitiven diese Quellen irgendwie verarbeiten. Das ist dort nicht angesagt. Und das spiegelt das eigentlich ganz gut wieder, so wieder was aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Das eine wird verlieren wir und das andere wird erhöht. Und das ist auch echt interessant, das ist genau diese Zeit. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, oder ob man jetzt so sagen kann, steckt da ein Plan dahinter? Gab es da wirklich irgendwelche Wesen, die es ganz bewusst gemacht haben, um das aus dem Gleichgewicht zu bringen? Weiß ich nicht, bin ich skeptisch. Aber mit Sicherheit gibt es Kräfte, die das ausgenutzt haben. Ja, die das ausgenutzt haben für ihre Zwecke. Und lass uns jetzt mal auf einen Bereich kommen, der mir ganz wichtig ist, auch das mit euch zu erzählen. Das ist vielleicht mit das Wichtigste oder mein größtes Anliegen hier auch. Denn wenn man so ein Thema vorstellt, für die meisten Leute ist es dann immer irgendwas, naja, das ist halt der Stoner, das ist halt irgendwelche Esokram oder sowas. Was hat das mit uns zu tun, mit den Dingen, die heute laufen? Mir gibt es doch nichts Wichtigeres. Diese Sachen haben zu tun mit heute. Und ich versuche jetzt mal hier ein paar Argumente dafür zu bringen. So. Was in dieser Zeit auch vernichtet wurde, das ist das Wissen, das alte Wissen der Frauen. Um was es dort geht, ist natürlich Heilung, Kräuter, das wissen wir alle, Kräuterhexe, Medizin und so weiter. Aber ein ganz wichtiger Aspekt ist eben das Wissen um die weibliche Sexualität. Das Wissen um Fruchtbarkeit, das ist auch ganz entscheidend. All das, was wir heute zum Beispiel Hebammen nennen,
Das war damals auch unter Beschuss. Und dieses Wissen ist auch verloren gegangen. Und da geht es nicht nur, wenn es heißt Wissen um Sexualität, dann hat es auch zu tun mit Wissen um Fruchtbarkeit. Diese Zyklen der Fruchtbarkeit. Wann ist eine Frau fruchtbar, wann nicht? Das hat auch zu tun mit Empfängnisverhütung. Dass man das genau wusste. Wann ist eine Frau empfänglich, wann nicht? Vielleicht auch gibt es Kräuter, gibt es Möglichkeiten der Empfängnisverhütung zu einer Zeit, wo es noch keine Pille gab und noch keinen feinen Latex. Ja, da gab es auch schon Möglichkeiten. Aber dieses Wissen ist verloren gegangen. Das stand auch auf dem. Das war im Ziel. Wenn du als Frau damals eine. Ja, ob du als, also, was weiß ich, jüngere Frau diese, so eine außergewöhnliche sexuelle Energie hattest, da warst du schon verdächtig. Das war schon verdächtig. Also durftest du es nicht ausleben, musst du immer schön stillhalten. So. Aber genauso dann, wenn dann so eine Frau reifer und älter geworden ist und dann dieses Wissen über Sexualität sich dann mehr so in Bereich Geburten, Geburtenhilfe und so weiter geht, das war alles verdächtig. Das ist rausgedrängt worden. Und das hatte ganz erhebliche Konsequenzen. Erhebliche Konsequenzen. Ein weiterer Aspekt davon ist natürlich, wir haben schon gehabt, männliche Wissenschaft, also jetzt vereinfacht runtergebrochen, Schulmedizin, die da erst aufgekommen ist. Schulmedizin versus Volksmedizin, also auch das. Aber es war noch nicht direkt in Konkurrenz miteinander, denn so ein Medikus oder ein Arzt, das war ja nur für wirklich höchste Bevölkerungskreise, für den Adel und vielleicht für irgendwelche reichen Kaufleute in den Städten. Aber für das einfache Volk, die hatten ihr Leben lang keinen Zugang zu irgendeinem Medikus. Was passiert ist, wenn man den Menschen dieses einfache medizinische Wissen, das die Volksmedizin geraubt hat oder die einfach so unterdrückt hat, dass die weg war, dann ist da ein Vakuum entstanden. Es gab dann einfach keinen mehr, wo du hingehst. Oder nur noch so einen groben Bader, der ist so ein Mann fürs Grobe, aber dieses Wissen ist wirklich verloren gegangen. Und eine direkte Folge davon war, und das ist wirklich entscheidend zu verstehen, mit den Hexenverfolgungen, und dem Vergessen von Empfängnisverhütung und Fruchtbarkeit, die Folge war, dass die Populationen hochgegangen sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute haben damals auf einmal viel mehr Kinder bekommen. Das ist entscheidend. Denn wenn du das anschaust, das ist auch so ein Vorurteil, was die Leute haben. Ja, im Mittelalter, da hat eine Frau 5, 10, 20 Kinder gehabt. Das stimmt gar nicht. Die Population, ja, im Mittelalter ging es dann schon langsam hoch, aber wenn du so Geschichte anschaust, über die meiste Zeit waren die Populationen jetzt bei uns ziemlich stabil. Unsere Vorfahren zur keltischer oder germanischer Zeit, da hatte eine Frau nicht 10 Kinder. Das ist auch ziemlich unpraktikabel, ja? Also auch wenn du in der Natur lebst, 2, 3 Kinder vielleicht. Das hält so einigermaßen eine Population stabil, vielleicht so ein bisschen Wachstum, aber schön gemütlich. Ja? Aber in dem Augenblick, und es ist eben kein Augenblick, aber es ist in diesen Jahrhunderten, das ist ein Prozess, wo das Wissen um Verhütung auch und Empfängnisverhütung verschwunden ist, sind die Geburtenraten extrem hochgegangen. Plötzlich hat eine Frau halt 5, 10, 20 Kinder gehabt. Sie hat auch nicht mehr die Souveränität. Also es ist nicht nur, dass das Wissen verschwunden ist, sondern auch die Stellung der Frau wurde so unterdrückt, dass sie da gar nicht mehr die Souveränität hat, das zu entscheiden. Eine Frau sollte selbst entscheiden, wie viele Kinder sie bekommt. Ja, wer sonst? Also es kann ja nur die Frau entscheiden. Und ich glaube, natürlich sind Menschen verschieden, aber in den seltensten Fällen, die gibt es auch und das ist okay, aber so im Schnitt, in den seltensten Fällen hat eine Frau von Natur aus 10, 20 Entbindungen. Ja, das ist eigentlich nicht so sehr selten. Aber das kam eben mit dem Ende von der Souveränität über weibliche Sexualität und dazu gehört eben auch dieses Verhüten und so weiter, das Wissen um Fruchtbarkeit, als das verloren gegangen ist, da sind dann diese Bevölkerungszahlen so hochgegangen. Warum ist das jetzt so bedeutend? Jetzt an dieser Stelle möchte ich mal es ist ein Mann, aber warum auch nicht? Ich meine, ich bin auch ein Mann, das ist auch mein Thema so. Also wir fallen jetzt nicht in dieses Mann-Frau-Ding rein. Möchte ich an einen Mann erinnern, einen Denker, der lebt aktuell. Und aus meiner Sicht ist es in Deutschland einer, zumindest in diesem Bereich von Universitäten, weil es ist ein Hochschullehrer, ein Professor, einer der bedeutendsten Denker, den ich echt respektiere. Ich gehe nicht in allem d'accord, was der sagt, was ja selbstverständlich ist. Vieles gefällt mir auch gar nicht. Aber in dem Mann sehe ich, ist für mich jemand, wo ich sage, wow, das ist ein Denker, der denkt
autonom, selbstständig und der hat auf ganz viele Themen auch mal einen neuen Blick geöffnet. Also jemand, den ich einfach respektiere. Und das ist Gunnar Heinzohn. Gunnar Heinzohn ist, glaube ich, aus Bremen, dort an der Hochschule Bremen, eigentlich ein Pädagoge. Aber der eben über multidisziplinär dort über jenseits des Tellerrandes schaut. Und der hat mehrere gute Bücher geschrieben. Und das Buch, was ich jetzt hier erinnern möchte, das heißt Söhne und Weltmacht. Gunnar Heinzohn, Söhne und Weltmacht. Und was er dort herausarbeitet, ist die Konsequenzen, die es hat, wenn eine Gesellschaft plötzlich in diese extrem hohen Geburtenraten reingeht. Die Geschichte, die Grundidee ist eigentlich relativ einfach. Eigentlich in allen Gesellschaften, nicht nur bei uns, diese Mechanismen funktionieren überall auf der Welt. Vereinfacht gesagt, der Erstgeborene erbt. Ja, der erste Sohn, der kommt, mein Gott, im matriarchalischen Gesellschaft wird die erste Tochter, aber das spielt ja keine Rolle. So. Also der erste Sohn erbt, der erbt das, was vom Vater kommt. Den Hof, das Land, das Geschäft, die Werkstatt, was auch immer. Das geht an den ersten weiter. Wunderbar. Für den zweitgeborenen Sohn ist auch noch Platz in einer Gesellschaft. Der kann traditionell in das gehen, was jetzt bei uns gesehen, Kirche, Staat, eine Beamtenlaufbahn, Verwaltung. Staat heißt aber auch dann alles, was natürlich kriegerisch ist, Armee, Militär oder sowas. Das ist der Weg, der für den zweitgeborenen da ist. Für den drittgeborenen Sohn wird schon schwieriger. Für den viert-, fünft-, sechst- oder vielleicht siebtgeborenen Sohn ist einfach nichts mehr da. Denn eine Gesellschaft, egal wie groß das Land ist, ob wir von einer kleinen Einheit reden oder so einem Riesenvolk oder so, die kann nicht so schnell wachsen, wie wenn es dort Geburtenraten gibt, wo 10, 15 Kinder sind. Da kann eine Gesellschaft nicht schnell genug wachsen, um den Nachkommenden eine Perspektive zu bieten. Das ist ein Phänomen, was wirklich, ist ein menschliches Phänomen, es hat nichts zu tun mit Europa oder so weiter. Aber das ist damals passiert. Und da ist natürlich schon die Frage, ob das nicht durchaus auch bewusst gemacht wurde, also von manchen Kräften, die genau das wollten. Weil es kann nicht anders sein, wenn du hohe Geburtenraten hast, destabilisierst du eine Gesellschaft. Und es sorgt dafür, dass du ein gehöriges Maß an Ausstoß hast von einer neuen Generation, die keine Perspektive hat. Jetzt ist es so, bei den Frauen, die dort reingeboren werden, die dritt-, viert-, fünftgeborene Tochter, die hat auch keine Perspektive, weil sie findet keinen Mann, den sie heiraten kann. Ja, weil eben der dritt-, viert-, fünftgeborene Sohn in diesem keine Stellung hat, also findet sie auch niemand. Bei den Frauen ist es so, da entsteht dann so ein stilles Leid. Was aber nichtsdestoweniger genau die gleiche große Wirkung hat. Denn wenn ein Mensch leidet, wir haben Mitgefühl, das wirkt rein, du kannst dich dem nicht entschotten, das wirkt rein ins Kollektiv. Und wenn du Millionen von leidenden Frauen hast, dann ist das da. Selbst wenn die es nicht sagen und wenn du es vielleicht nicht auf der Straße siehst, aber ey, das ist da. Und bei den Frauen geht das eben nach innen. Ja? Wenn man diese Perspektive, wenn man es nicht ausleben kann, wenn man keine Perspektive hat, geht das nach innen, die leiden selbst. Beim Mann, bei der männlichen Energie, die geht eben nach außen. Das ist aggressiv. Aggressiv ist erstmal neutral, das heißt ja nichts anderes als auf etwas zugehen. Aber die weibliche Energie geht nach innen, die männliche Energie geht raus. Was bedeutet das? Der dritt-, viert-, fünft- und so weiter geborene Sohn, der muss sich etwas Neues erobern. Der braucht einen neuen Platz. Und das ist der Grund, warum Gesellschaften, die so einen extrem hohen Output-Ausstoß haben an neuen Generationen, warum das zur Folge hat, dass es eine kriegerische Ära gibt. Das ist, was Gunnar Heinzohn hier in seinem Buch beschrieben hat, Söhne und Weltmacht. Und diesen Mechanismus, den sehen wir genau da. Durch die Hexenverfolgung ist das Wissen um Fruchtbarkeit und Familienplanung, diese Dinge sind verloren gegangen. Und plötzlich gab es ganz, ganz viele junge Leute und junge Männer. Und das ist direkt, du kannst es sehen in der Geschichte, danach kommt für Europa eine Ära, möchte ich sagen, es sind mehrere Jahrhunderte von ganz vielen Kriegen innerhalb von Europa, innerhalb der Länder selber, aber eben auch, das ist der Anfang von dem, wie Europa da nach außen geht und dann letztens die ganze Welt erobert. Das ist der Anfang von Kolonialisierung, späteren Imperialismus, weil du einfach diesen extremen Bevölkerungsausstoß hattest. Und das passiert so. Am besten kann man das sehen bei Spanien. Ja, zuerst ging das los mit der Reconquista.
die Reconquista, die, die Wiedereroberung von spanischen Gebieten war, also Wiedereroberung von den Moslems. Man erobert sich was, damit man dann als hier neues Land, das ist jetzt meins, war schon bei den Römern so, als Legionär, als Belohnung nach 20 Jahren Legion, hast du ein Land bekommen. Aber das musste man erstmal erobern, weil das ist natürlich kein Land bekommen jetzt hier in Rom selbst, das Land war schon aufgeteilt. Es geht dann immer um Eroberung. Zuerst war es die Reconquista, kaum hat man dann Spanien fertig erobert gehabt, was nun? Man hätte eigentlich weitermachen können, einfach über die Straße von Gibraltar und dann hier Nordafrika, aber diese islamischen Reiche, die waren halt auch stark. Ja, und das konnte man nicht so einfach machen. Gleichzeitig hatte man aber schon eben Amerika entdeckt, was heißt entdeckt, wiederentdeckt oder das veröffentlicht gemacht, hey, da gibt es Amerika. Und hey, was machen wir jetzt? Na klar, wir erobern das. Und so ist genau das passiert. Plötzlich konnten kleinste Länder, Portugal, Spanien und so und später dann Frankreich, Holland, England und so weiter, konnten dann diese ganze Welt auf einmal erobern. Die Voraussetzung ist, dass es diesen Output gab. Wenn eine Familie nur zwei Söhne hat, dann willst du auch nicht, dass dein Sohn Soldat wird und irgendwo in Amerika ein Glücksritterleben führt, sondern er soll erben. Weißt du, der Sohn ist der Erbe und das ist derjenige, der den Hof am Laufen hält, sodass du selber als alter Mann dann irgendwo dein Auskommen hast. Da hat man kein Interesse, seinen einzigen Sohn oder so in die Armee zu geben. Das ist bis heute so. Und dieser Mechanismus, wir können das über alle Zeiten sehen. Denk mal an die Hitlerzeit. Schenkt dem Führer ein Kind. Viele Kinder. Viel Armee, viel Soldaten, das ist, was wir brauchen. Leute, die da kämpfen. Und das ist ein riesengroßes großes Ding. Und das ist ganz entscheidend, dort zu verstehen. Diese großen Bevölkerungsexplosionen, die ja nachgekommen sind. Und die sind ja letztens dann die Ursache für so viel Unrecht, was dann passiert ist. Was dann alles wiederum Folgen hat, die bis in unsere heutige Zeit reinreichen. Schauen wir uns heute mal diese Massenmigration an auf der Welt. Das hat auch damit zu tun. Das hat auch damit zu tun. Ich meine, wenn es gibt so, könnt ihr euch mal angucken, es gibt Listen, wo aufgezeichnet ist, eine Liste der Länder nach Geburtenraten. Wer hat die höchsten Geburtenraten? Und ich kann euch sagen, in den Top 50, ich habe es mir vor kurzem erst angeschaut, in Top 50, da sind, glaube ich, nur ausschließlich Länder aus Afrika, Subsahara und dem arabischen Raum. Das sind in den Top 50. Das sind die Länder mit den höchsten Geburtenraten. Und das sind natürlich genau die Länder, aus denen dann auch so ein Migrationsdruck kommt. Und die Länder vor Ort, also die Herrscher vor Ort, die verhindert das auch nicht. Die baut da keine Mauer rum. Nicht wie in der DDR, wo eben nicht so ein Bevölkerungswachstum war. Da versuchst du deine Leute zu halten. Ja? Aber wenn in den Ländern, die so einen hohen Bevölkerungsdruck haben, die sind direkt froh, wenn das rausgeht. Weil wenn es nicht rausgeht, dann passiert die Unruhe im eigenen Land. Da gibt es Revolutionen und Umwälzungen und so weiter. Und deswegen so die Obrigkeit, die ist durchaus froh, wenn das wie so ein Ableiter, wenn das weggeht. Aber der Grund, warum dieser Migrationsdruck da ist, und das ist ein menschliches Phänomen, das liegt auch an diesen extrem hohen Geburtenraten. Und warum haben wir diese hohen Geburtenraten? Weil die Menschen und gerade die Frauen, die Souveränität, die wurde denen genommen. Und das ist in Afrika genauso. Gut, in Afrika haben wir jetzt nicht dieses Phänomen von Massenhexenverfolgung, aber auch dort, das könnte man nochmal in einer eigenen Sendung mal genauer betrachten, aber auch dort sind die Menschen eben entwurzelt worden. Entwurzelt worden und von diesem Volkswissen abgetrennt worden. Und dann kommen auf einmal, dann geht das ins Gleichgewicht, aus dem Gleichgewicht und das Männliche dominiert. Auf einmal gibt es diese vielen Kinder. Und das ist, wo dann echt so eine Dynamik, so eine kriegerische Dynamik kommt. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, hat man das bewusst eingesetzt? Gab es damals zu Zeiten der Hexenverfolgung schon Leute, die das gewusst haben und deswegen ganz bewusst so dieses alte Volkswissen unterdrückt haben, weggenommen haben, um eben den Menschen dann zu reduzieren, auch zu sowas wie Kanonenfutter, jetzt einfach gesagt, obwohl es ja damals noch gar keine Kanonen gab oder die erst kamen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also um sozusagen eine Menschenmasse zu haben, die dann eben diese Umstürze, Umwälzung generiert, weil es eben dann nichts stabil hält, was vielleicht vorher über Jahrhunderte relativ stabil war und plötzlich ändert sich das. Und so seht ihr, Leute, wie dieses Thema bis in unsere jetzige Zeit hineinleuchtet. Es ist eben nicht einfach nur, ja, für die Freaks, irgendwie, dass man sich damit beschäftigt, Hexe, ESO. Nein, das ist ein Thema, was bis jetzt geht. Dieses Ungleichgewicht, das ist unsere Aufgabe, da wieder Heilung zu bringen. Wer daran interessiert ist, die Bedingungen auf dieser Welt zu verbessern, aus meiner Sicht,
Also es gibt natürlich viele Sachen, die man machen kann, aber aus meiner Sicht das Wichtigste, was wir als Aufgabe haben, ist dieses Ungleichgewicht von Yin-Yang, von männlich-weiblich, wieder gucken, dass wir das wieder in Balance bekommen. Und das hat eben auch zu tun mit diesem Volkswissen. Auf der einen Seite haben wir Bücherwissen, das ist eben auch in der Zeit aufgekommen, die ganzen Wissenschaften, die Universitäten, die Logen auch, Logen, wo alles aufgeschrieben ist. Und auf der anderen Seite haben wir dieses Volkswissen. Das hat keine Bücher. Das sind keine Bücher im Regal. Das sind Leute, die können noch nicht mal schreiben. Aber das ist was ganz, das steckt trotzdem viel drin. Ich meine, allein in so einem Bild kann man sehen, auch hier richtig starkes Bild. Was für Symbolik kommt hier? Mond sehen wir hier. Ja, Mondsymbolik. Weißt du, auch der weibliche Zyklus ist. Wir sehen hier Hirschgehörn, Geweih. Ja, das ist Natur. Das sind keine Dinge, die jetzt in, was weiß ich, bei den Rosenkreuzern gelehrt werden oder sowas. Das ist so ein Naturwissen. Da gibt es auch keine festen Regeln. Ich weiß, in der Folklore gibt es auch das Hexenbuch und so, aber in Wahrheit ist es so, da brauchst du keine festen Ritualregeln, sondern Leute, die diese Verbindung haben, du machst es aus dir selbst, aus der Natur. Da gibt es eben nicht diese Regeln und nicht dieses fixe Buchwissen, sondern das ist, man ist souverän. Jemand, der so sozusagen als weise Frau, weiser Mann, also jemand, der dieses Leben lebt, da bist du souverän über dich selbst. Da unterwirfst du dich nicht irgendeinem Buch oder irgendeinem Orden oder irgendwelchen Regeln. Natürlich gibt es auch bei Hexen gibt's Zirkel, man tut sich mit anderen Menschen zusammen, man muss nicht unbedingt ein Einzelgänger sein. Aber im Unterschied zu den ganzen Logenwesen, was eben zur selben Zeit aufgekommen ist, wie das verschwunden ist, gibt es dort eben wenig Regeln. Ja. Und warum erzähle ich das? Weil ich ja gesagt habe, es ist unsere Aufgabe jetzt, die Leute, die das im Herzen fühlen, die auch jetzt hier, wenn ich zu euch spreche, so eine Resonanz fühlen, ist unsere Aufgabe, zu gucken, dass wir da wieder mehr ins Gleichgewicht kommen. Und dann stellt sich die Frage, wie machen wir denn das? Wie sollen wir das machen? Wie geht das? Gleichgewicht bekommen, das klingt ja schön, aber was soll ich jetzt tun als Einzelner? Leute, genau das, was wir jetzt machen, hat schon damit zu tun. Das Erste, um was es geht, wenn du wirklich Dinge ins Gleichgewicht bringen willst, wenn du Dinge heilen willst, heilen, also ganz machen, wieder komplett, das Erste, was du machen musst, ist es dir anschauen. Du musst dich damit beschäftigen. Du musst es aus dem Verborgenen hochholen. Nicht wieder wegdrücken, das ist vielleicht auch, vielleicht ist es auch eklig, vielleicht ist es auch unangenehm, vielleicht hat es auch mit Schmerz zu tun, da kommen vielleicht auch Erinnerungen hoch, das will ich mir gar nicht anschauen. Aber das ist das Erste, was wir machen können. Die Dinge betrachten, den Dingen auch mal Raum lassen und zu erkennen, hey, hier ist was. Ja. Und ich kann euch ja mal an der Stelle mal eine kleine Anekdote erzählen, weil wie gesagt, ich habe mit dem Thema schon mein Leben lang auch zu tun. Und eine kleine Anekdote. Das war in meinen Wanderjahren. Also als ich zusammen mit meiner Gefährtin, mit Shanti so viel in Indien war, waren eben auch in Europa unterwegs. Keinen festen Wohnsitz, wir waren frei wie die Vögel. Und in der Zeit waren wir auch mal in Südfrankreich unterwegs. Ich habe das auch schon mal erzählt, so im Zusammenhang mit der Gralsgeschichte. Da waren wir auf unserer Quest du Gral, die Suche nach dem Gral. Aber die Suche nach dem Gral läuft nicht eben mehr, dass ich ein Buch nachschaue, sondern es fließt. Es ist Synchronizitäten, auf die Natur achten. Jeder Augenblick kann sich dein Weg verändern. Du hast da kein festes Ziel. Und in dieser Zeit war das, und da hat uns unser Weg hat uns nach Béziers geführt. Eine Stadt in Südfrankreich, Béziers, alte Stadt. Und das war wirklich witzig, ey. Wir kommen dort an. An dem Tag sind wir ein kleines Stück mit der Eisenbahn gefahren. Das heißt, wir kamen am Bahnhof Béziers an. Und noch in dem Bahnhof, so eine Unterführung, so von den Gleisen weg. Vielleicht muss man dazu sagen, ich meine, wir waren damals schon auch wirklich auffallend. Also so bunte Klamotten, Bimmelchen, Spiegel, Federn, halt all das, was diese Energie halt auch ist. Das haben wir auch gehabt. Nicht als Show oder als Kostüm, sondern weil wir so waren. Ne? Und naja, wir kommen dazu an und lauf gerade so durch diese Unterführung. Da kommt so ein junger Maghrebiner auf mich zu, also so ein marokkanischer Franzose. Und schaut mich so an und ohne, wir haben noch gar nichts gesagt, der greift auf einmal in seine Tasche und gibt mir erstmal so 2-3 Gramm Haschisch. Hat er mir einfach so in die Hand gedrückt und so, hier, bienvenue und Béziers, willkommen in Béziers. Und ich so, okay, was ist hier los? Interessant, ja. Naja, und dann laufen wir so aus dem Bahnhof raus und dann, wie gesagt, wir haben damals keine Pläne gehabt. Einfach wirklich Situation auf Situation einfach abfolgen lassen.
Und ja, kommst du halt in der Stadt an, ich war da noch nie vorher, was machen wir hier eigentlich? Und dann kam auf einmal, dass meine Lady Shanti, die hat auf einmal so eine Spannung angenommen, so eine Körperspannung und ist so vorangeprescht. Und ich habe das gelernt im Laufe meines Lebens. Na, eigentlich bin ich jemand, ich laufe nicht gerne einfach irgendjemand hinterher. Ich bin auch immer so Rebel, um was geht's jetzt hier? Aber ich habe das gelernt, also, weil ich mit der Frau auch so intensiv zusammen bin und so auf Reisen. Habe ich das richtig wahrgenommen, hey, da läuft jetzt gerade was. Also Frankie, jetzt nimm dich mal selber zurück, ja, und lauf einfach hinterher, stell keine Fragen. So. Und so war das. Wir ganz zielstrebig geht Shanti in diesem Ort, wo wir noch nie waren, geht sie ganz zielstrebig und dynamisch voran. Ich so hinterher und schau mir Stadt an, wow, interessant. Bis wir irgendwann an einen kleinen Platz kommen. Und wunderschöner Platz. Ich habe eben so ein Faible für Frankreich und auch noch Südfrankreich. Ich mag die Architektur, diese Natursteinhäuser und so weiter, das ganze Alte. Und das ist so ein kleiner Platz. Und an dem kommen so sternförmig so mehrere Straßen und Gassen zusammen. Wunderschön so. Alles alt und alte Häuser und so. Und in der Mitte vom Platz ist so ein kleines Café. Und wir setzen uns hin und denken, erstmal einen Kaffee trinken. Das haben wir ganz oft gemacht. Also ankommen, Käffchen trinken und dann gucken, was passiert. Vielleicht trifft man schon Leute. Und so entsteht dann immer, was auch immer zu entstehen soll. So entfalten sich das. So war das bei uns. Und wir sitzen dann im Café und ich schaue so rum und saug die Atmosphäre auf, bis ich plötzlich das Straßenschild sehe. Und da steht der Platz, wo wir waren. Ihr könnt das nachschauen. Das ist eine wahre Geschichte. Der Platz heißt Platz der drei Sechsen. Und tatsächlich waren es sechs Gassen, Straßen, die dort sternförmig rangekommen sind. Wir sitzen auf dem Platz der drei Sechsen. Vielleicht noch was zu der Sechs. Also die drei Sechsen. Etymologisch hat Hexe auch was mit Sechs zu tun. Hexe, Hexagramm, also griechisch Sechs. Und das ist nicht ein Zufall, sondern auch das spielt miteinander, das etymologisch spielt es miteinander rein. Die Sechs ist auch als Zahl, wenn man das jetzt so gematrisch deutet, das ist die Zahl der Materie. Das ist, wie du schon, die meisten Menschen werden eine Sechs wohl so schreiben. Also du fängst oben an und dann ziehst du das in so einem Bogen runter. Das ist wie von, der Spirit kommt und dann in einer Kraft, in einen Wirbel inkarniert er. Er geht ins Fleische, versteht ihr? Er geht in diese Welt hinein. Das ist die Sechs. Erstmal völlig fair. Das ist für die Frömmler, die diese Welt als vielleicht böse ansehen, ist natürlich, oh, die Sechs ist gefährlich. Aber für mich ist es erstmal eine Zahl. Natürlich, wir inkarnieren ja und dann irgendwann gibt es auch wieder einen neuen, weißt du, gibt es auch wieder den Ausstieg aus dem Körper, halt der Tod. Und das ist für mich beides fair. Ja, aber das ist auch die Qualität der Sechs. Und deswegen ist auch Sex auch Sexualität. Auch das hat miteinander zu tun. Also das spielt dort alles mit rein. Ne? Deswegen Platz der drei Sechsen ist jetzt nicht so, dass als ich das damals gesehen habe, dass ich dann erschrecke, uiuiui, jetzt sind wir jetzt irgendwie in irgendeiner Teufelsfalle oder sowas. Nein, sondern ey, interessant, diese Resonanzen so. Ja? Und später dann in Béziers, wir waren da nicht lange in der Stadt, also vielleicht nur ein oder zwei Nächte, aber ich erzähle euch ja diese Geschichte eigentlich, weil es ums Thema ging, Heilung und so. In Béziers ist zur Zeit des Kreuzzugs gegen die Katharer, Kreuzzug gegen den Gral. Erinnert euch, haben wir mal eine Sendung drüber gemacht. Da war Béziers, in der Stadt sind ganz schlimme Dinge passiert. Das war die erste Stadt, die dieses Kreuzfahrerheer, was so aus ganz Europa kam, da kamen die übelsten Gestalten, weil der Papst hat ihnen versprochen, hey, wenn du hier an dem Kreuzzug teilnimmst, dann sind alle Sünden, die du begangen hast, sind erlassen und auch alle zukünftigen sind alles erlassen, sodass du da wirklich, ey, Leute, die wir halt einfach als kriminell bezeichnen würden, weißt du, so, haben sich diesen Kreuzzug angeschlossen. Das war nicht mehr nur ritterliche Ehre, sondern da waren echt übelste Gestalten aus ganz Europa. Ein Lindwurm, ein Heer von 1 Million Leute sind dort in diesen Süden von Frankreich eingefallen. Das war wie eine Vergewaltigung. Tatsächlich passt das Bild. Dieser Süden von Frankreich hat eben so eine sanfte weibliche Energie, Troubadour und so weiter, Gral. Und dort kam dann diese Energie rein. Bang! Das ist wie eine Vergewaltigung. Und die erste Schlacht kann man es ja nicht nennen, weil es waren keine Schlachten, es waren Massaker. Aber das erste Massaker, was dann den ganzen Süden in Frankreich geschockt hat, war, was in Béziers passiert ist, in dieser Stadt. Und dort kamen eben diese Kreuzfahrer, wie man sie nennt, die kamen dort an. Und in Béziers haben in jener Zeit Katharer gelebt. Da haben aber auch Leute gelebt, die loyal waren zu Rom, also zur römischen Kirche. Dort haben Leute vielleicht gelebt, auch in diesen esoterischen Bereichen, Gral und so weiter. Es geht dann, ja, auch dieses Alte wieder, das alte Heidnische, das war da auch mit dabei. Es war eine
ein buntes Gleichgewicht. Da haben auch Juden gab es da auch, die keine Probleme hatten. Also all diese Gruppen haben dort im Süden von Frankreich gut zusammengelebt. Ja. Und dann kam eben dieser Kreuzzug. Und die haben damals alle Leute von der Stadt, die Menschen der Stadt haben sich geflohen in diese große Kirche. Da gibt es eine große Kirche oder vielleicht ist auch ein Dom, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und diese Kirche in Béziers, die ist auf einem so Bergplateau. Und wenn du dort bist, also damals, ich war damals so offen für diese Dinge. Ich meine, es waren meine Wanderjahre. Ich habe echt das immer gespürt. Das ist ein alter Ort. Das gibt es mehr in Südfrankreich und so ein alter Kraftort. Wie so oft. Und auf dem alten Kraftort steht halt dann irgendwann eine Kirche drauf. Aber du spürst schon diese Kraft von diesem Ort. Und die Leute damals in dieser Angst, dass dieses Kreuzfahrer herkommt, die haben sich alle in diese Kirche reinbegeben. Tausende von Leuten dort drin und hatten einmal gebetet, dass irgendwie alles gut geht für ihre Stadt. Und die Stadt wurde sofort eingenommen, es wurde nicht gekämpft. Und dann haben die Soldaten sozusagen, die haben den obersten Abt, wie hieß er gleich nochmal, fällt mir spontan der Name nicht ein, aber der geistige Führer dieses Kreuzzugs, die haben den gefragt, hey, die Leute sind doch alle in der Kirche drin. Wie können wir denn jetzt die Ketzer von den Gutgläubigen unterscheiden? Wir sind alles als Volk, wir wissen es nicht. Wer ist jetzt hier Ketzer, also Katharer und wer ist guter Christ? Und die Antwort war dann, tötet sie alle, der Herrgott wird die Seinen schon finden. Und da hat ein Massaker stattgefunden. Und man hat all die Leute, die da in der Kirche waren, die Bürger von Béziers, die dort Schutz gesucht haben, man hat die alle niedergemacht. Jeden Einzelnen. Kinder, Frauen, Männer, keine Rolle gespielt. Das ist, was dort passiert ist. Ein unglaubliches Massaker. Es hat Schockwellen in ganz Südfrankreich ausgelöst. Und wow, ey, übelst. Und selbst jetzt, wo ich sage, ich kriege Gänsehaut, so, wenn ich da dran denke. Naja, und das war in Béziers, dort waren wir. Und wir waren dann eben oben bei dieser Kirche. Ich bin dann, glaube ich, nicht in die Kirche reingegangen, aber außerhalb der Kirche auf diesem Plateau. Und ich erzähle das ja, weil die Frage ist, wie kann man solche Dinge heilen? Wie können wir ins Gleichgewicht kommen? Indem man es zulässt. Wir haben das einfach zugelassen. Und da kamen wirklich so viele Erinnerungen hoch. Also vor meinem inneren Auge. Ich weiß nicht, ob ich da selber jetzt Inkarnationen hin oder her, habe ich damals gelebt, aber es kommt vor meinem inneren Auge hoch. Der ganze Schmerz auch, die ganze Verzweiflung, gleichzeitig auch diese Gefühle von Hass und Niederträchtigkeit, die von diesem Kreuzzug kamen. Gleichzeitig aber auch die Reaktion, die das, sagen wir mal, für die Menschen in Südfrankreich ausgelöst hat, also auch da, wie aus dieser sanften Heiterkeit plötzlich echt so Gefühle wie Hass kommen, Hass gegen diese Eroberer, Eindringlinge, die plötzlich ins Land kommen und das Land verwüsten, so. Also auch diese negativen Gedanken, es kam alles hoch, so. Und es geht das eben einfach mal wahrzunehmen, das ist, um was es geht. Diese Dinge, den Ding mal Platz lassen. Und so ist es bei mir hochgekommen. Wir haben da noch ein paar Räucherstäbchen angezündet. Ich hatte wir haben ein paar Steine noch dabei gehabt von dem Berg von Indien, wo ich euch erzählt habe. Und dann haben wir das halt, so machen wir Rituale dann. Da gibt es keine genaue Ordnung, sondern Ritual hilft nur, um das so aufzuarbeiten. Er hat sich ein Räucherstäbchen und dann so einen Stein hinlegen an den Ort und um Verzeihung bitten, um Heilung bitten. Und ey, das hat so viel, wirklich. Da ist so viel passiert. Ich will da jetzt nicht sagen, so, ich hätte diesen Platz dort geheilt, sondern aber das hat mich geheilt. Auf meiner Quest du Graal, wo ich damals war, da musst du durch diese Dinge durch. Das ist so diese Prozesse von Läuterung und auch von Heilung, sich mit diesen Kräften auseinandersetzen. Und das passiert dann von alleine. Es ist nicht das Ritual, was diese Kräfte irgendwie beschwört oder sowas. Das wäre wiederum Magie, Zauberei, aber damit habe ich gar nichts zu tun. So. Brauchen wir nicht. Sondern unser Hexenweg, das ist nicht immer nur Zauber. Okay, da könnte man auch drüber reden, das wäre vielleicht ein eigenes Thema, werde ich aber heute, glaube ich, nicht mehr schaffen. Was ist wirklich dran, auch an Zauberei, Magie? Das ist ein anderes Thema so. Aber ganz viel von dem, was man weise Frauen nennt und so weiter, das ist nicht irgendwie Magie, dass man da Rituale macht, die irgendwas bewirken, sondern die Rituale helfen uns auf diese Schwingung einzustellen, dass das Ding eben die zugelassen werden. Und die helfen uns vielleicht auch mit manchen Schmerzen umzugehen. Und für uns war das ganz stark. Also wir waren da bestimmt ein oder zwei Stunden. Hinter der Kirche war das, auf dem Plateau oben. Das sind auch so ein paar Gräber waren da auch noch angeschlossen an die Kirche. Und dort haben wir es gemacht. Und da hat sich so viel gelöst auch. Da ist so viel frei geworden. Und auch in mir drin echt so ein Vorhang aufgegangen. Also das ist einfach, so kann man das machen. Versteht ihr? Das ist unsere Art zu machen. Das ist in diesem... Das ist nicht irgendeine böse Zauberei oder sowas, sondern es ist Dinge zulassen. Einfach mal diese Gefühle mal hochkommen lassen. Das, was lange verschüttet ist, mal freilegen und dann oft bricht es sich dann auch sein Bann. Plötzlich bricht es raus. Und das ist, wo der Heiler dann halt
stark genug sein sollte, das dann auch auszuhalten, dass es ausbricht. Jetzt lass es raus. Jetzt da, auch Tränen, weißt du, da fließen Tränen. Du gehst durch Gefühl, du so, hey, wow, was läuft hier ab? Und danach fühlt man sich aber besser und freier. Und ich habe dann wirklich, als wir Béziers verlassen haben, am nächsten Tag dann schon, ich hatte dann echt so ein Gefühl auch, dass da ganz tief in mir drin mit einer Seite Frieden gemacht wurde. Auch eben mit der anderen Seite, weil das ist eben auch so, dass durch den Schmerz, der einem selbst zugefügt wurde, man dann auch selber aus dem Gleichgewicht zu fallen droht und dann in so einen Film kommt Vergeltung und Rache und man wird dann selber wütend und so. Und aber das gilt es ja auch wieder auszuheilen. Versteht ihr? Und also es geht darum, auch zu verzeihen, auch das zu können, verzeihen können, auch denen verzeihen, die damals dieses Unheil angerichtet haben. Auch zu erkennen, wie ist es bei denen gewesen, wie kam es für jeden Einzelnen dazu, dass er sich einem Kreuzzug angeschlossen hat, der hier Südfrankreich vergewaltigt. Weißt du, auch denen, die haben auch eine Vorgeschichte. Auch das sind Menschen, die aus dem Gleichgewicht geraten sind und so weiter und so weiter. So funktioniert Heilung. So funktioniert Heilung, ja. Also es ist nicht so, dass wir da nichts machen können, sondern Ich halte das für ganz wichtig. Das ist auch wirklich, es liegt heute immer noch da. Diese Wunden, die damals aufgerissen sind, die sind immer noch nicht geheilt. Die sind immer noch nicht geheilt. Ich habe es jetzt hier, diese eine Story von Südanker erzählt. Ich könnte euch auch erzählen, ich habe in Bamberg gelebt, ja, auch mit dieser Energie. Ich habe das gespürt so. Und ich bin da nicht der Einzige. Das ist das Ding. Ich weiß es ganz genau, dass da draußen viele von denen, die jetzt auch hier zuhören, wissen genau, von was ich rede und spüren das auch in sich drin. Und das ist, woran ich auch appelliere, die Leute, die da eine Resonanz haben, das ist eine wichtige Aufgabe, auch um heute die Dinge zu heilen. Denn auch heute haben wir wieder so eine Zeit von großen Umwälzungen. Wir haben wieder eine Umwälzung von Ordnung. Ich glaube, das können wir als Kinder unserer Zeit gar nicht erkennen. Aber wie jetzt gerade in den letzten, es geht schon über Jahrzehnte, das ist so eine Entwicklung. Aber wenn wir das jetzt so aus den Adleraugen sehen würde, wenn man sich über alles erhebt, dann sieht man, hey, wow, jetzt 20. bis 21. Jahrhundert, das ist auch eine Zeit von großen Umwälzungen. Und wir sprechen ja selber manchmal von so Begriffen wie NWO, neue Weltordnung, neue Ordnung. Das heißt, was eine alte Ordnung wegbricht. Und in diesen Zeiten, wo so Umwälzungen sind, da ist es umso wichtiger, in so einem gesunden Gleichgewicht zu sein, weil diese Zeiten sind auch gefährlich, die können auch gefährlich werden. Es können auch Zeiten werden, wo Irrationalität sich ihren Bann bricht. Und das, finde ich, sehen wir auch heute ganz stark. Und das ist, wo auch im Innersten von mir wirklich da die Alarmglocken hochgehen, weil ich das weiß, wenn so in einem Klima von Irrationalität, in einem Klima von großen Veränderungen und in einem Klima, wo dann auch noch in so einem Milieu, möchte ich sagen, das ist das Milieu, wo dann auch so Niederträchtigkeit sehr, sehr stark wachsen kann. Und das ist wirklich wichtig für uns in unserer heutigen Zeit, dass wir es nicht wieder so weit kommen lassen. Ich weiß, es wird nicht so sein wie im 17. Jahrhundert. Es wird keine Scheiterhaufen geben. Aber ich möchte daran erinnern, dass es bei uns hier in Deutschland auch nicht nur bei der Hexenzeit so war, dass es diese irrationalen, wahnhaften Zeiten gab. Ich denke, auch die NS-Zeit geht auch in die Richtung. Diese massenhafte Judenverfolgung und Verfolgung von anderen, dieses ganze Sündenbockdenken, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Und ich spüre in mir drin, in der heutigen Zeit, auch dieses Potenzial. Wie gesagt, nicht, dass es so wird wie in der Hexenverfolgung, auch nicht, dass es so wird wie in den 30er oder 40er Jahren. Aber in mir drin ist da so ein gewisser Alarm. Und ich spüre das heute in so vielen Dingen auch Irrationalität und Niederträchtigkeit, die dann oft zusammengehen. In ganz vielen gesellschaftlichen Debatten, in politischen Debatten, in dem, was wir Truther nennen. Auch da, nehmen wir mal ein Beispiel. Thema Klima. Ich habe es euch ja hier auch schon erzählt, dass ich meine, wie irrational ich das finde, wenn irgendwelche Politiker meinen, der Golfstrom wäre abgebrochen. Also, das ist irrational. Und dann gleichzeitig gibt es auch dort schon so ein Klima von aus dieser Irrationalität auch eine Niederträchtigkeit heraus. Wie der Gegner, der anders denkt, wie man den diffamiert, wie man den angreift. Klimaleugner und so weiter. Ja. Aber, ich sage euch Leute, es geht auch in eine andere Richtung. Auch das sogenannte Truther-Lager ist dort genauso auch betroffen so. Rund um das Thema Klima. Ey, ihr wisst, ich sehe diesen ganzen Klima-Hypes äußerst kritisch. Ja.
Ja, ich brauche jetzt nicht darauf eingehen. Dementsprechend sehe ich auch die Figur von der kleinen Kreta durchaus kritisch, was da gemacht wird, wie da Kinder missbraucht werden, diese ganzen, oder was heißt missbraucht werden, eingespannt werden, vor ihren Kahn gespannt werden, vor einen irrationalen Kahn. Übrigens auch interessant mit den Kindern, gab auch mal einen Kinderkreuzzug, aber hey, das ist vielleicht eine andere Geschichte, da müssen wir auch mal drüber reden. Fällt mir so gerade spontan ein, was auch irgendwie so eine Verbindung ist. Aber hey, ihr wisst, ich sehe das kritisch, Fridays for Future und diese ganzen Geschichten. Aber was ich auch kritisch sehe, was mir überhaupt nicht gefällt, ist, mit welcher Niederträchtigkeit dort zum Teil agiert wird, was es für Kommentare gibt, ob auf den sozialen Medien oder auf YouTube oder direkt Briefe, auch über dieses Mädchen, da denke ich mir auch, Leute, das ist nicht richtig. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht wieder in so einen Strudel kommen, wo wir in einen Mix aus Irrationalität, Niederträchtigkeit und eine Veränderung der Ordnung, wo dann auch manchmal so ein Vakuum entsteht. Die alte Ordnung ist noch nicht da. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder in so einen Kram, also in so ein Verhaltensmuster reinfallen. Ich halte es wirklich, wir Deutschen müssen da schauen. Weil es ist in Deutschland schon passiert. Dieser Wahn, der war nicht so stark in anderen Ländern. Es scheint also auch, na, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, es scheint eine deutsche Qualität zu sein. Weil das glaube ich nicht. Sondern es waren halt die Bedingungen hier, die halt hier viel heftiger waren als beispielsweise in Spanien. Also eben sowas wie 30er Krieg und so weiter. Aber es ist Teil unserer Geschichte und deswegen sollten wir die Lektionen daraus ziehen und ganz, ganz wach sein und nicht auf in diese Niederträchtigkeit und Irrationalität reinrutschen. Ne? Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Sondern wenn du heilen willst, dann kannst du das nur aus einer Position der Stärke heraus. Du musst dich erstmal stärken, du musst stark genug sein, diese Dinge zu ertragen und anzusehen, ja, wenn die hochkommen und nicht gleich, oh, ich kann das nicht, ich muss stark sein. Ne? Wie ein guter Heiler auch, weißt du, der hat auch körperlich, der ist gesund, der kann sich das angucken. So. Aber es ist auch wichtig, dass wir Liebe haben. Ja, nur mit Liebe kommen wir an diesen Themen ran. Und ich weiß, das klingt jetzt auch für viele wieder, oh, Jesu, aber es ist es eben nicht. Sondern ich rede von ganz praktischen Dingen. Ja. Ja, ich könnte ja noch so viel zählen, jetzt sehe ich aber, dass echt die Zeit schon weiterreift. Wir müssen wir das noch öfter machen. Schön auch diese Bilder, dass man da noch ein paar Birken hier. Das ist Blut, ja? Die Kraft, die im Blut steckt. Auch das, eine zutiefst weibliche Energie. So. Was auf einmal auch alles bäh wurde. Oh, Menstruation und so. Und da gab es irgendwie Sonderregeln, die Frauen haben und so weiter. Aber es ist eine Kraft. Der Mond natürlich, auch da wieder. Das Spiegeln auch. Ja, auch das ist an die Grenze gehen. Spiegeln. Mit einem Bein vielleicht auch mal ins andere gehen und so. Das ist auch so eine alte schamanische Qualität, oder nicht? Waren die Schamanen, die waren auch Grenzgänger, die waren auch Haags. Die Schamanen, das ist eben, deswegen hat der Schamane auch eben ein Hirschgeweih auf oder ein Tierfell oder sowas, um in diese Bereiche auch gehen zu können. Das ist auch der Grund übrigens, warum man ganz oft so Kröten oder sowas mit Hexen in Verbindung bringt. Warum? Weil es sind Amphibien, das sind auch Grenzgänger. Kröten und Frösche, die können im Wasser leben und an Land, das sind Amphibien. Ganz besondere Qualität, die leben in zwei Realitäten, ne? Auch deswegen gehören die natürlich gut rein hier in das Thema. So. Auch das hier. Es gibt Leute, für die ist das schon, das ist irgendwas Böses, der Totenschädel, oh, schwarze Magie. Nein, das ist es nicht. Um was es dort geht, ist Natur. Das ist halt Vergänglichkeit. Das ist was wir dort sehen. Das ist nichts Schwarzmagisches. Ich weiß nicht, manche Leute haben da kein Gefühl dafür. Also ich kann es sofort fühlen, weil ich habe es nur mal angedeutet, es gibt durchaus Magie, schwarze Magie auch und solche Sachen. Also es gibt sowas, aber das ist eher nicht so verbreitet. Und die meisten Leute, die in dem Zusammenhang genannt werden, haben damit gar nichts zu tun. Aber es gibt solche Dinge schon, aber da kannst du es sofort fühlen. Was ich hier fühle, ist wow. Hey, guck mal hier, Steine. Ja, das ist auch irgendwie ein Knochen oder Zahn oder sowas, das alte Holz. Das ist Natur. Ja, da ist nichts Schlimmes dran. Das zeigt uns diese Vergänglichkeit, erinnert dich. Hey, jetzt bin ich hier gerade so vital am Leben, aber nur ein paar Jahre oder Jahrzehnte und dann ist mein Kopf so wie der. Das ist Vergänglichkeit. Also hier und jetzt nutzen, jetzt blühen, Fruchtbarkeit, sich freuen. Ne? Das ist nichts Böses daran. Ne? Das ist auch ein starkes Bild, ne? Die starke Frau mit dem Schwert. Schwert draußen ein Symbol. Ich will jetzt nicht jedes einzelne Bild irgendwie so großartig interpretieren, weil lasst es einfach auf euch selber wirken. Und das ist die Energie, um die es geht.
Und ja, sollten es langsam zu Ende kommen. Ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. Vielleicht nochmal die wichtigsten Dinge. Um was es bei der ganzen Geschichte mit Hexen geht, ist es altes, weibliches Wissen. Weiblich heißt nicht, dass es nur Frauen sind, sondern weiblich von der Energie her. Das heißt, es ist Wissen, was nicht in Büchern stattfindet. Es ist Wissen, was aus der Intuition kommt und Intuition im Wechselspiel mit Natur. Das ist altes, schamanisches Wissen. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, genau die andere Seite der Medaille, zu dem, was Wissenschaft ist, was Bücher sind, was Buchdruck ist, was in den Logen abläuft. Das ist, was dieses weise, weibliche Wissen ist. Und es ist wahrscheinlich ein Prozess, der schon über Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende läuft, dass das sich aneinander reibt. Eigentlich sollte es immer schön im Gleichgewicht sein, aber schon seit ganz langer Zeit reibt sich das. Ich habe euch schon mal über diese Harasia-These, habe ich euch mal vorgestellt, da auch die Idee, dass es schon irgendein Trauma gab, was den Menschen genau aus diesem Gleichgewicht geschossen hat. Das ist ein ganz langer Prozess, von dem wir hier schon reden. Ne? Und durch dieses aus dem Gleichgewicht gekommen, ist tatsächlich unsere Welt, unser Leben ein bisschen aus den Fugen geraten. Da kommen dann eben diese steigenden Geburtenzahlen zum Beispiel her, die dann wirklich physisch auf unserer Welt das Leben verändern, die zu dem führen, was man Völkerwanderung nennt, was man dann Eroberung nennt. Und das geht halt in den meisten Fällen geht das halt kriegerisch ab. Wenn irgendwo ein neues Land ist, wo ganz früher es noch ganz wenig Menschen war, war es kein Problem. Okay, dann zieh los. Such dir was Neues. Aber heute ist halt schon überall jemand. Ja? Und dann ist Krieg die Folge davon. Ne? Aus diesem Ungleichgewicht. Und das ist der Grund, warum wir das Thema uns dem annehmen sollten. Es ist vielleicht nicht für alle Leute ein Thema. Manche werden es vielleicht überhaupt nicht verstehen, was ich heute sage. Manche werden sagen, es ist halt so ein ESO-Thema. Aber ich weiß, weil ich bin das. Das ist nichts, was ich recherchieren muss. Das kommt aus mir raus, weil ich mein Leben lang mich mit irgendwie beschäftige. Und ich weiß, dass es da eine ganze Menge bei euch gibt, bei denen es genauso ist. Und die Leute, die möchte ich jetzt hier auch grüßen und denen auch den Mut zu sprechen, so gerade wenn es auch Jüngere sind. Weil ich meine, ja, wenn du jetzt jung bist und du merkst es erst, du spürst es so im Zuge von Selbsterkenntnis, hey, da sind all diese Dinge in mir drin. Ne? Vertrau dir, geh den Weg weiter. Weißt du, das ist eine wichtige Kraft. Wir brauchen die heute, wir brauchen diese Grenzgänger, wir brauchen auch die Haags, wir brauchen auch die Heiler und wir brauchen diese weibliche Energie wieder, die Verbindung zur Natur. Und das heißt nicht, dass es dann das Pendel ins Gegenteil ausgeht und wir dann irgendwie in eine Frauenherrschaft kommen. Nein, keine Angst so. Das ist auch nicht das von dem, was ich rede, dass man da als Mann oder das Männliche dem unterordnen soll. Nein! Schau, ich bin Mann und bei mir kommen diese ganzen, wenn ich über diese Themen spreche, bei mir kommt das ganz oft auch diese Archetypen-Ritterlichkeit und so. Ich habe darüber gesprochen, beim Thema Gral. Das ist auch Ritterlichkeit, dieses Beschützen von dieser Kraft, dieses dafür Einstehen. So. Das heißt nicht, dass, weil ich Mann bin, ist das nicht meine Kraft und ich bin hier der Haut drauf. Nein, sondern Ritterlichkeit hat auch diesen Gedanken von Chevalier, der Kavalier, der Barde, der für das weibliche Prinzip einsteht, den Gral und so weiter. Das heißt auch als Mann, wenn du als Mann in diese Welt geboren bist, dann heißt das nicht, dass das ist ein Frauenthema, ich habe nichts damit zu tun. Nein, das stimmt so nicht. Du hast auch damit zu tun. Und das sind Dinge, die wichtig sind, sich das bewusst zu machen. Deswegen geht es auch immer wieder um Selbstreflexion, wer bin ich? Und wenn du erkennst, hey, das ist, was ich bin, ich habe auch diese ritterliche Energie in mir, dann guck, dass du in die Richtung des Grals gehst und nicht in die Richtung von Soldat, der nur für Sold kämpft, der ein Empfänger ist, der irgendeine Kampfmaschine ist, das Leben verachtet. Das ist dann aus dem Gleichgewicht geraten. Da hast du zwar, das ist zwar auch männliche Energie, aber eben aus dem Gleichgewicht. Ey, der Ritter in dem romanischen Sinne, in dem Gralssinne, der ist auch voll männlich. Aber er ist nicht in dieser Lebensverachtung, der da einfach in die Schlacht geht, mir scheißegal, ob ich dabei draufgehe oder so. Nee, das ist der steht für das Leben ein. Ne? Ja, also in diesem Sinne, wenn ihr diese Seiten in euch habt, dann habt keine Angst davor, euch mit denen zu beschäftigen. Macht es auf eure eigene Art. Hier gibt es keine Regeln. Hier gibt es nicht, ja, du musst es so oder so machen. Mach, was dir richtig erscheint. Zünd ein Räucherstäbchen an oder auch nicht. Nimm Kräuter und Blumen dazu oder auch nicht. Es liegt an einem selbst.
Ja, das ist eben der Weg, der da gegeben wird. Das Freie, das Souverän. Du hast selbst den Hut auf sozusagen macht's auf eure Art. Ja. Aber macht's, lass es zu. Lass die Dinge geschehen. Das ist vielleicht auch das Zulassen. Aber das braucht auch Mut. Und das braucht auch Tapferkeit und Stärke, dass man diesen ganzen Kram, den die meisten Menschen so tief in, irgendwo verschütten, dass man den halt loslässt und mal sich anguckt. Ja. So funktioniert Heilung, da können wir alle mitmachen. Da brauchen wir ja nicht das irgendwie outsourcen oder irgendwelche Experten dazu oder Spezialisten, die es für uns machen. Nein! Liegt an uns selbst so. Und zum Schluss hier nochmal ein ganz, ganz starkes Bild. Das ist, was für mich diese wilde Frau ist, die freie Frau. Auch eben hier in Verbindung mit der Eule. Altes Symbol, was natürlich auch so diese ganzen okkulten Gruppen für sich nehmen, was auf dem Dollar drauf ist und Illuminaten haben auch die Eule und so weiter, weil halt die Eule so weise ist, die kann im Dunkeln sehen. Die kann das Dunkel durchdringen und die kann ihren Kopf in alle Richtungen drehen, wie so ein Leuchtturm, die sieht alles. Eule. Aber das ist auch, da ist die Eule nicht nur ein Symbol, sondern da ist es, ey, Mensch und Tier sind zusammen. Krähen oder so, die auch oft mit den Hexen assoziiert werden, ist genau das Gleiche. Das sind auch diese Grenzgänger. So. Viele sagen so, dass Krähen oder auch Raben auch so diese Verbindungen rein haben ins Jenseits und so weiter. Das sind immer Grenzgänger. So. Aber ganz starkes Bild. Das ist eben so alte Volksweisheit. Die braucht keine Bücher. So. Ja. Hey, man könnte noch viel mehr erzählen und vielleicht werde ich es auch irgendwann machen, weil es ist, wie ich sage, ein großes Thema, mit dem ich mich halt mein Leben lang schon beschäftige, weil ich halt das halt bin. Ich habe damit irgendwas zu tun mit dieser Energie, Gral und so weiter. Und ja, habe mich sehr gefreut, dass ihr mir die Aufmerksamkeit heute gegeben habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr Kommentare schreibt, würde mich freuen, wenn ihr weiterhin meine Arbeit unterstützt, unsere Arbeit hier bei Nuviso. Jede Art von Unterstützung können wir brauchen. Und je mehr Unterstützung wir bekommen, desto mehr können wir auch machen. Also es ist auch eine einfache Sache. Und wir haben viele Ideen, wir haben noch viel vor. Aber am allerwichtigsten ist es, und das freut mich am meisten, wenn ihr hier eingeschaltet habt und bis jetzt zugehört habt, dass ihr euch diesen Thema öffnet, dass ihr das mal ranlasst, weil im Sinne der Heilung. Ne? Ja, und so wünsche ich euch allen jetzt einen, wenn ihr das hört, kann ich euch ja jetzt gar nicht mehr einen schönen Tanzrutsch in den Mai wünschen, weil ihr seid schon im Mai, wenn ihr es hört. Aber ja, genießt den Mai, genießt diese Zeit von Fruchtbarkeit, wo wir es überall in der Natur sehen, wie alles aufblüht und so weiter. Und Mai, Maya, das ist halt auch schon der Name, sagt schon, das ist die Mai-Göttin. Das ist ein uralter weiblicher Name, Ma, Mutter, Mai. Genießt es einfach, habt eine schöne Zeit und bis nächstes Mal.